Ja, Frau Petri und Frau von Storch halten es für angebracht, auf Flüchtlinge zu schießen, die trotz Warnung die Grenze nach Deutschland passieren wollen. Ich halte das im Übrigen für eine kalkulierte Grenzüberschreitung und Provokation, um Aufmerksamkeit zu erzielen und um im Übrigen darüber hinwegzutäuschen, dass die AfD zur Flüchtlingskrise keinerlei Lösungen anbieten kann. Es wird aber auch deutlich, dass die AfD ein von vorne bis hinten brauner Verein ist und dass sich durch ihr ganzes Programm und durch ihre ganzen Äußerungen zieht. Deutsche Frauen sollen deutsche Kinder gebären, um den Schwund des deutschen Volkes aufzuhalten. Das ist eine durch und durch völkische Position. Sexualkundeunterricht und Schulpflicht und Schulpflicht sollen abgeschafft werden. Der Mindestlohn soll abgeschafft werden und die AfD will keine Steuer für superreiche Erben. Dabei gibt sich doch die AfD gerne als Partei der kleinen Leute, der ehrlichen Arbeiter, die von den anderen Parteien längst nicht mehr repräsentiert würden. Und genau diesen kleinen Leuten würde es deutlich schlechter gehen, wenn die AfD ihr durch und durch darwinistisches und sozialdarwinistisches Programm umsetzen würde. Und ich glaube, gerade auf diesem Felde sollten die demokratischen Parteien die AfD stellen. Die Antwort von Herrn Gabriel, noch mehr staatliche Repression und Überwachung durch den Verfassungsschutz, ist völlig falsch und geht am Problem vorbei. Die AfD würde auf diesem Weg ihre Rolle als Märtyrer geradezu weiter pflegen. Ich finde, das ist wirklich eine Luftnummer. Stattdessen sollten SPD und Union endlich damit aufhören, die Forderungen von Pegida und AfD nach und nach zu erfüllen, wie zum Beispiel ständig das Asylrecht zu verschärfen oder jetzt wieder das Asylpaket 2 zu verabschieden. Der Versuch der CSU und von einigen Politikern der CDU, die AfD rechts zu überholen, muss scheitern und macht sie eigentlich nur hoffähig und noch stärker. Wir müssen einfach erkennen, dass rechte Positionen bis hin zum Rechtsradikalismus im vergangenen Jahr seelenruhig in die Mitte der Gesellschaft marschiert ist und sich dort einrichtet. Die rassistische Pegida-Bewegung rekrutiert jede Woche neue Anhänger. 2/3 davon würden die AfD wählen. Und wir müssen endlich erkennen, dass die sozialen Nöte großer Teile der Bevölkerung und Ängste um die Zukunft geradezu der Nährboden für die AfD bilden. Und da hilft eben praktisch nicht nur der Verweis auf den rassistischen Charakter, sondern muss man erkennen, dass man eine andere Sozialpolitik machen muss. Gerade die Zerstörung des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft, den leider auch die SPD mitgemacht hat, der muss rückgängig gemacht werden und es muss wieder der soziale Zusammenhalt hergestellt werden. Sich jetzt darüber zu streiten, ob man sich mit der AfD in Talkshows oder Elefantenrunden an einen Tisch setzt, wirkt doch völlig unsouverän. Ja, du meine Güte, natürlich, wenn wir die besseren Argumente haben, und die haben wir, dann müssen wir uns mit der AfD dort auseinandersetzen und sie stellen und deutlich machen, was sie für Positionen vertreten. Wir müssen eben die Auseinandersetzung mit der AfD auf allen Feldern suchen und auch sie demaskieren, welchen Charakter ihre Politik hat und wem diese Politik nützt und wem sie nicht nützt. Im Unterschied zu diesen Vorstellungen hat jetzt Herr Gabriel auch was ganz Richtiges gefordert. Er fordert eine Deutschlandallianz für Integration und deutlich mehr Investitionen in Bildung und in den sozialen Zusammenhalt. Das unterstützen wir ausdrücklich und wir fordern das im Übrigen schon lange. Aber an wen richtet sich Gabriel mit seinen Forderungen? Er ist immerhin Wirtschaftsminister und Vizekanzler.
Da hat man eigentlich nichts zu fordern, das ist unsere Aufgabe, die der Opposition, sondern man hat diese Vorstellungen endlich einzubringen und umzusetzen und nicht quasi öffentliche Forderungen zu erheben. Das wäre der richtige Weg. Die Linke fordert schon lange, dass die Krise der sozialen Gerechtigkeit in diesem Land mit einem Sofortprogramm in Höhe von 25 Milliarden Euro angegangen werden muss, das allen Menschen zugutekommt, auch den Flüchtlingen, aber eben auch den Menschen, die schon lange in sozialer Not in dieser Gesellschaft sind. Zu diesen konkreten Maßnahmen gehört ein Bundes-Sofort-Sonderprogramm sozialer Wohnungsbau, der Ausbau und eine vernünftige personelle Ausstattung der öffentlichen Schulen, Kitas und Hochschulen und eine Stärkung von Pflege, Gesundheit und Erziehung. Wenn wir in diese Bereiche investieren, dann sind spürbare Verbesserungen für die Bevölkerung möglich. Und es würde im Übrigen ein Gegeneinander ausspielen von Flüchtlingen und Teilen der Bevölkerung hierzulande entgegenwirken. An unserem Programm kann sich die Koalition und können sich auch Herr Gabriel gerne orientieren, wenn Ihnen die eigenen Ideen ausgehen oder gar völlig fehlen. In die gegenteilige Richtung geht gerade der Vorschlag von Frau Nahles, Leistungen für Integrationsunwillige zu kürzen. Sie hat offensichtlich ihre Aufgabe als Bundesarbeitsministerin und Bundessozialministerin nicht richtig begriffen. Sie unterbreitet repressive Scheinlösungen, die nach hartem Durchgreifen klingen, aber nichts bringen. Statt sich um ihre eigentliche Kernaufgabe zu kümmern, nämlich Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die die Integration der Flüchtlinge vorantreiben, insbesondere Sprachkurse auf den Weg zu bringen, damit die Menschen, die hier bleiben und hier bleiben werden, Deutsch lernen und insbesondere Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die die Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern. Sie sagt, Flüchtlinge müssten ihr ganzes Können und ihre ganze Arbeitskraft einbringen. Das würden ja viele gerne tun. Aber es wäre doch höchste Zeit, dass sie dafür die Voraussetzungen schafft, zum Beispiel Arbeitsverbote aufheben oder Bildungsabschlüsse, ausländische Bildungsabschlüsse endlich anzuerkennen. Auch die Forderung, das Vermögen von Flüchtlingen auf die Leistungen angerechnet werden, geht in die falsche Richtung. Es wirkt im Übrigen nicht nur schäbig, Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, ihr bisschen Vermögen abzunehmen, sondern es ist wieder eine dieser Pseudolösungen, weil tatsächlich haben die meisten Flüchtlinge überhaupt kein Vermögen. Es soll im Übrigen auch ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass es auch völlig Unrecht ist, Menschen hierzulande, die zum Beispiel Hartz IV beziehen, auch ihr Vermögen wegzunehmen, was sie ja auch tut durch die herrschende Gesetzeslagen. Wir müssen sehen, dass die meisten Menschen, die hierher kommen, einfach nichts haben. Und es ist im Übrigen auch längst bundesweite Praxis, das Vermögen zu ermitteln. Es kommt nur nichts dabei heraus. Lassen Sie mich drei Beispiele nehmen. In Brandenburg hat noch nie ein Flüchtling Vermögen angemeldet. Auch in Bremen hatte kein Asylsuchender ein so großes Vermögen, dass er sich an den Kosten für Unterbringung und Verpflegung beteiligen musste. In Baden-Württemberg wurde in Einzelfällen Bargeld einbehalten. In Thüringen kamen 2015 bis Ende November 18.000 Euro von 35 Personen zusammen, also etwas über 500 Euro pro Person. Das sind alles lächerliche Beträge. Über so etwas sich zu unterhalten, ist doch keine Lösung der wirklichen Fragen. Wir brauchen keine solchen Lösungen, die eher Wasser auf die Mühlen der AfD spülen, sondern wir brauchen dringend ein Integrationsprogramm für die Flüchtlinge, die hierher kommen. Auch ist es völlig richtig, wenn Frau Mahles darauf hinweist, dass wir immer noch 1 Million Langzeiterwerbslose in Deutschland haben, die dringend
erstellen und Arbeitsplätze suchen. Bloß da hätte man schon lange was tun können. Anstatt es mit der Flüchtlingsfrage in Verbindung bringen, brauchen wir endlich einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt, der den Langzeiterwerbslosen den Übergang in den Arbeitsmarkt tatsächlich ermöglicht. Hier fehlen die Lösungen schon seit Jahren.